Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung hier bei Ihrem BLK Regional TV. Das Ganze am Freitagabend. Das Unwetter in der Nacht zu Dienstag hat in einigen Orten Schäden hinterlassen. In Naumburg hat der heftige Regen Schlammmassen ins Stadtgebiet gespült. Das zog sich durchs Stadtgebiet, beginnend so Höhe Flemminger Weg und ging über mehrere Straßen bis ins Theater. Es gab so eine kleine Schlammlawine durch Geröllmassen, durch Rasenflächen. Es lagerte sich dann alles ab und floss mit ins Theater. Besonders betroffen war das Naumburger Theater. Dort waren infolge des kräftigen Regens am Montagabend Wasser und Schlamm eingedrungen. 43 Liter Regen pro Quadratmeter wurden gemessen. Die Folge: Das Foyer wurde verschmutzt, der Teppich wurde herausgerissen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Aufgrund der Überschwemmung hat das Theater bekannt gegeben, dass das am Freitagabend stattfindende Konzert Kein Herz von 108 Fahrenheit entfällt. Während des Gewitters waren auch die Mitarbeiter des Naumburger Bauhofs im Einsatz. Also wir hatten ja 43 Liter in relativ kurzer Zeit, also wahrscheinlich 40 bis 45 Minuten. Und es geht vor allen Dingen in Naumburg darum und auch auf den Ortsteilen, dass wir die verschlammten Straßen jetzt wieder reinigen, tatsächlich um einfach das Parken zu ermöglichen, dass die Gullis gereinigt werden, dass wir den normalen Regenwasserabfluss bei einem Ereignis, was ja auch jederzeit auch wieder eintreten kann, dann auch gewährleisten können. Das ist so der Schwerpunkt. Wir werden zusätzlich eine Kehrmaschine mieten, um also einfach die Reinigungsarbeiten gezielt durchführen zu können. Das ist nicht ganz so leicht, weil wir 31 Ortsteile haben, plus Kernstadt Naumburg und Bad Kösen, die wir also mit sehr vielen Kilometern Straße jetzt in kurzer Zeit reinigen und wiederherstellen müssen. 18 Mitarbeiter der Stadt sind im Einsatz, um die Schäden in der Stadt und den umliegenden Dörfern zu beseitigen. Es war immer wieder die Rede davon, dass das Tor, welches zum Innenhof des Theaters führt, das Wasser durchlaufen ließ. Auch dafür wird nun eine Lösung gefunden. Man muss dazu sagen, dass die Toranlage, die sich ursprünglich dort befunden hat, bei einem Abriss des Nachbargebäudes entfallen ist. Man hat einfach als Stadt diese Toranlage nicht wieder als geschlossenes Tor hergerichtet. Das hatte natürlich gestalterische Gründe, da Toranlagen ja üblicherweise zunächst erstmal der Grundstückseinfriedung dienen und nicht immer dem klassischen Hochwasserschutz. So gesehen gibt es also diese transparente Lösung. Wir werden aber jetzt dieses Tor im unteren Bereich so verkleiden, dass bei folgenden Ereignissen ein Wassereintritt mindestens erstmal gedämpft wird. Des Weiteren hat die Stadt angekündigt, auch die Grabensysteme und die Regenrückhaltung zu überprüfen, da man in nächster Zeit mit mehr Starkregen rechnet. Und wir bleiben gleich in Naumburg in der Domstadt, denn der Theaterplatz in Naumburg hat seit kurzem einen neuen Namen. Warum und wie er jetzt heißt, wir sagen es Ihnen jetzt. Es war ein bewegender Moment am Mittwoch in Naumburg, denn der Theaterplatz wurde in den Kurt-Becker-Platz umbenannt. Ein Jahr nach seinem Tod wurde dem ehemaligen Oberbürgermeister, Landtagsabgeordneten und Justizminister Kurt Becker diese besondere Ehre zuteil. Gewürdigt wurden Beckers Verdienste unter anderem durch Oberbürgermeister Bernhard Küber sowie Eberhard Gollmick als ehemaligen Ratsvorsitzenden. Ja, meine Damen und Herren, ein besonderer Anlass. Der Rat hat quer durch alle Fraktionen auf Antrag von Daniel Sturm, CDU-Fraktion, beschlossen, diesen Platz in Kurt-Martin-Becker-Platz umzubenennen. Es ist einer der bedeutendsten Plätze unserer Stadt. Ja, ein geschichtsträchtiger Platz. Wir werden dazu noch einiges hören. Heute jährt sich der Todestag von Kurt Becker. Ist ein trauriger Anlass, aber ich denke auch ein würdiger Anlass. Und meine Damen und Herren, aus diesem Anlass bitte ich um eine kurze Schweigeminute. Der heutige Anlass, zu dem ich die Ehre habe, ein paar Worte zu sagen, hat mich veranlasst, auf die Zeit meiner unmittelbaren Zusammenarbeit mit Kurt Becker zurückzuschauen. Ich tue dies voll tiefer Dankbarkeit. Ich schaue auf einen Menschen, dem ich unheimlich viel zu verdanken habe und ohne den ich mir meine kommunalpolitische Arbeit hier in Naumburg
kaum vorstellen kann. Theaterintendant Stefan Neugebauer erinnerte ebenso an den, so seine Worte, Theatermenschen Kurt Becker. Sein Anliegen war ja immer, die Stadt voranzubringen, den Dom voranzubringen, natürlich auch das Theater Naumburg voranzubringen. Der war leidenschaftlicher Besucher, er war auch kritischer Besucher, er hat also unsere Aufführung kritisch und leidenschaftlich begleitet. Und ich muss sagen, er war eine Art Regisseur und Bühnenbildner in einer Person. Anlass und Spontanität führten zu dieser Ehrung. Ja, heute ist ja der 22. Mai 2019 und vor einem Jahr ist Kurt Becker verstorben. Wir haben uns natürlich im Laufe des Jahres, weil man ja immer ein Jahresgedenken auch hat, an so eine bedeutende Persönlichkeit Gedanken gemacht, wie kann man das würdig begehen, und es kam spontan der Gedanke, wir benennen eine Straße oder einen Platz nach Kurt Becker. Und da kam sehr schnell natürlich das Thema Theaterplatz, weil hier ist ja nicht wirklich mehr ein Theater, und es ist quer durch die Fraktionen besprochen worden. Letztlich hat die CDU-Fraktion den Antrag gestellt, aber das war der Antrag. Also quer durch alle Fraktionen im Rat hat man gesagt, das ist eine gute Idee, wir tragen das mit. Und quer durch alle Fraktionen hat der Rat dann auch beschlossen, den Theaterplatz zum Kurt-Becker-Platz umzubenennen und die Enthüllung eben halt an seinem ersten Jahresgedenken vorzunehmen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Signal. Kurt Becker hat sehr viel für diese Stadt getan, hat sie auch einen sehr guten Weg gebracht, hat viele Menschen mitgenommen, hat aber auch nach seiner Zeit als Oberbürgermeister hier also sehr intensiv gewirkt im kulturellen Bereich. Er hat die Kulturakademie der Stadt gegründet. Er war Dechant der Vereinigten Domstifter, hat den Welterbetitel des Domes mit auf den Weg gebracht, um nur einige Themen zu nennen, die gerade auch noch aktuell sind. Und auch seine Familie war ja sehr eng mit der Stadt verbunden, immer wieder, auch wenn die Familie teilweise zumindest woanders wohnt. Und es war uns allen Verantwortlichen der Stadt ein großes Anliegen, hier auch ein äußeres Zeichen zu setzen. Und ich denke, das ist heute sehr gut gelungen. Im Beisein seiner Witwe, seiner Töchter und Enkel, verfolgt von dem großen öffentlichen Interesse, wurde das vom Landtagsabgeordneten Daniel Sturm gestiftete Schild enthüllt. Kurt Beckers Tochter Tine dankte im Namen der gesamten Familie für die hohe Anerkennung, Unterstützung und das Mitgefühl. Naja, es ist halt besonders, dass es jetzt gerade der Theaterplatz ist, weil, wie ich schon erwähnt habe, weil er eben auch sehr passionierter Theatergänger war und ich selber als Bühnen- und Kostümbildnerin deutschlandweit tätig bin. Und jetzt heißt er natürlich nicht mehr Theaterplatz, also gibt es dann die Erinnerung an Kurt Becker und nicht den Theaterplatz. Aber ich hoffe für die Stadt Naumburg, dass die Stadt wahrnimmt, was die hier für eine Möglichkeit haben, dass sie hier ein eigenes Theater haben und dass sie das nicht vergessen. Und das ist total schön für so eine kleinere Stadt. Und wir haben auch einen ganz tollen Intendanten hier mit dem Stefan. Alles Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Smart. Hände an Steuer, Augen auf die Straße.
Ja, und wie gewohnt, auch wir haben auch dieses Mal wieder einige Veranstaltungstipps oder Termine für Ihre Freizeitgestaltung für Sie herausgesucht. Hier unsere Veranstaltungstipps. Auch im heutigen IT-Zeitalter fasziniert historische Technik. Man kann die Mechanik sehen, Kräfte spüren, hören, schnuppern. Die Erfindung der Dampfmaschine war eine technische Revolution, die im 19. Jahrhundert alle Lebensbereiche enorm beeinflusste und fast vergessen ist. Der romantische Hof, der Taverne zum 11. Gebot, wird am Samstag und Sonntag zum Podium unter anderem für Dampfmaschinen und Stirlingmotoren sowie Steampunk-Apparaturen bei Dampfbier, Dampfriemen und Dampfmusik präsentieren. Ein besonderes Erlebnis bietet der Modellbauverein Markleberg-Auenhain am Dampfbahnhaltepunkt Naumburger Dom. Erfahrene Imker des Vereins und anerkannte Fachkräfte des Landesverbandes werden Ihnen am Samstag, den 25. Mai, zu ausgewählten Themen Rede und Antwort stehen. Nach der Abhandlung von theoretischen Grundkenntnissen erfolgen praktische Vorführungen unter Beteiligung der Chorsteilnehmer an den Bienenvölkern. Die Schwerpunkte sind dieses Mal die Faszination eines Bienenschwarms, die Königinnenzucht, Produkte aus dem Bienenvolk und die Honigernte. Der Bienenlehrgarten befindet sich unmittelbar am Sitz des Naturparkes Saale-Unstrut-Triasland. Beginn ist um 9 Uhr. Am 25. Mai wird landesweit zum Tag der Feuerwehr aufgerufen, um noch mehr freiwillige Helfer zu finden. Hintergrund der Kampagne ist der Rückgang der ehrenamtlichen Helfer bei den freiwilligen Feuerwehren. Aus diesem Grund lädt die Hohenmörsner Feuerwehr ganz herzlich an diesem Tag ein. Gefragt sind Quereinsteiger, Frauen und Männer, die in Hohenmölzen wohnen, idealerweise in der Nähe arbeiten und sich in der Feuerwehr engagieren wollen. Um die Sicherheit der Bevölkerung im Brandschutz noch besser abzusichern, braucht man ständig neue aktive Einsatzkräfte. Darum bieten die Kameraden interessierten Bürgerinnen und Bürgern an diesem Tag die Möglichkeit, sich bei den Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Hohenmölzen im Gerätehaus über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr zu informieren. Sie geben Ihnen gern Auskunft über die Aus- und Weiterbildung, zeigen Ihnen die Feuerwehrtechnik und demonstrieren die Rettung von Personen aus Höhen sowie das Löschen von Bränden. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr führt die Jugendstaffette vor. Los geht's in Hohenmölzen um 10 Uhr. Die Domstadt Naumburg lädt am Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zum Kunsthandwerkermarkt in den Naumburger Domgarten ein. Unter dem Motto Blumenzauber für den Meistergarten gibt es unter anderem einen Aktionsstand der Kinderdombauhütte. Hier können die Kinder ein eigenes Pflanzkörbchen gestalten und befüllen. Weitere Details finden Sie unter www.naumburger-meister-markt.de. Hier schon mal eine Vorabinformation. Am 1. Juni ist es soweit. Dann steppt in Dreusig im wahrsten Sinne des Wortes der Bär. Denn die Dreusiger Sportgemeinschaft lädt zum zweiten Open-Air-Konzert mit Jürgen Drews, dem König von Mallorca. Ja, seit 2012 liegt das Augenmerk im Naumburger Dom auf den Fenstern, um sie zu restaurieren und aber auch zu erforschen. Zum Auftakt des Studientages konnte man einen Einblick in die Arbeit der Glasexperten bekommen. In Naumburg herrschte am ersten Studientag tatsächlich so etwas wie Uni-Atmosphäre in der Marienkirche am Dom. 29 Experten aus den In- und Ausland drückten für einen Tag die Schulbank. Erstmals luden die Vereinigten Domstifter zu einem Studientag spezial nach Naumburg ein, der sich dem gläsernen Schatz des Domes und dessen aktueller Restaurierung widmete. Im Mittelpunkt standen die mittelalterlichen Glasmalereien des Westchors und die Arbeiten der international besetzten Glaswerkstatt, die direkt am Naumburger Dom ansässig ist. Derzeit arbeitet man noch im Westchor an den zwei südwestlichen Fenstern. Unter anderem wird das Glas im trockenen Zustand mit Pinsel und Skalpell gereinigt, Glasharze früherer Restaurierung abgenommen, der umlaufende Schriftzug hervorgehoben und die historische Malschicht gefestigt.
Kleinere Glassprünge werden geklebt, Bleibrüche gesichert und kleine Bereiche nachgekittet. Zuletzt erhielten die Glasfelder eine Messingeinfassung zur Stabilisierung. Seit 2017 arbeitet das internationale Team an der Restaurierung der Westchorfenster, finanziell unterstützt von Land und Bund sowie mehreren Stiftungen. Die Fenster im Naumburger Dom zählen zu den bedeutendsten Glasmalereibeständen aus dem Mittelalter in Deutschland. Gerade deshalb widmen sich behutsam die Restauratoren den Schäden der Teile eines Fensters. I can stick a new one in. I know. I'm just gonna. You need to push this one back to turn that anyway. So. Well, this is because it's. Because it's sitting on top. Yeah. Insgesamt werden 5 Fenster mit insgesamt 267 Glasfeldern bearbeitet. Die Kosten des Projekts zur Restaurierung der Fenster im Naumburger Dom liegen bei rund 2 Millionen Euro. Ein Fenster im Westchor hat eine Höhe von 11,5 Metern und eine Breite von 2,6 Metern. Die Fenster bestehen aus insgesamt 267 Glasfeldern, die jeweils mit einem Messingrahmen eingefasst sind und jeweils ein Gewicht zwischen 5 und 12 Kilogramm haben. Und dann geht es weiter mit Reinigung, Sicherung. Wenn Sie jeden Morgen diesen Ausblick sehen und die Vögel zwitschern hören wollen, dann müssen Sie nicht in den Urlaub fahren. Kommen Sie nach Hunmölzen und erleben Sie den besten Ausblick über den Stadtpark. Schöne Aussichten, Wobau Hunmölzen. Frech, rot, anders. Das sind Rette Tech. Aus Zeitz. Mittlerweile ist die Crew auch über die Landesgrenze hinaus bekannt. Und bei der Show in Zeuernroda konnten wir mal einen Blick auf die neuesten Geschehnisse rund um die Zeitzer werfen. Normalerweise kennt man die Jungs von Red Attack so. Doch für uns haben die Jungs mal eine Ausnahme gemacht und wir durften bei den Proben dabei sein. Seit 7 Jahren nämlich touren Benny und Thomas schon gemeinsam durch Sachsen-Anhalt. Doch nun sollte es mal über die Landesgrenzen hinaus nach Zeulenroda-Triebes gehen. Zur Saisoneröffnung haben sich Reddy und Rumble, wie die beiden Red Attack-Charaktere sich nennen, etwas Besonderes einfallen lassen. Alles, aber auch wirklich alles, was auch nur ansatzweise einen Ton von sich geben kann, war auf der Bühne zu sehen. Ach ja, und dann gab es auch noch das. The Cloak. So mysteriös wie es klingt, war auch seine Entstehung. Aus einer ersten Ideenskizze, schnell hingekritzelt auf ein Blatt Papier, eine Vision. Diese Vision, immer im Kopf, von einer Umsetzung noch weit entfernt, war omnipräsent. Bei jeder Probe, bei jeder Live-Show, immer spukte diese Version im Hinterkopf und wartete auf den einen Impuls. Obwohl die zwei Drummer sich ja durchaus als Handwerker verstehen, ließen sie dem Schuster seine Leisten und gaben ihr Projekt in die richtigen Spezialistenhände. Gemeinsam tüftelte man weiter an der Umsetzung, überstand auch die langwierige Produktionsphase und stieg dann endlich nach einer gefühlten Ewigkeit zum ersten Mal in das neue, große, runde Ding. Bildet Red Attack's The Globe das Herzstück.
Das Spektakuläre, ihr musikalischer Globus kann horizontal wie vertikal über Kopf, von innen wie außen, bedingt durch die Bauweise einer begehbaren Kugel, von beiden Akteuren bespielt werden. Und genau das ließ das Wasser in Zollenroder Tribis auf der Seestern-Panoramabühne zum Kochen bringen. Seit Jahren werden im Südflügel des Weißenfelser Schlosses Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Wir haben uns für Sie mal nach dem Baufortschritt umgeschaut. Auch in diesem Jahr öffneten sich die Türen des Südflügels des Weißenfelser Schlosses anlässlich des Tages der Städtebauförderung für interessierte Besucher. Diejenigen, die in den zurückliegenden Jahren schon hier waren, konnten weitere Sicherungsmaßnahmen feststellen. Decken wurden abgestützt und weitere neu gemauerte Wände geben dem Schloss jetzt mehr Halt. Jetzt sollen Zuganker in die Außenwände kommen, um diese weiter zu stabilisieren. Einen solchen Zuganker gab es für die Besucher nicht nur zu sehen, sondern auch einmal zum Anfassen. Da in diesem Jahr nur ein kleiner Teil der Baustelle betreten werden konnte, wollen wir sie jetzt noch einmal mit zurücknehmen in das Jahr 2017. Weithin sichtbar thront das Weißenfelser Schloss über der Saalestadt. Schloss Neu-Augustusburg kann in seiner Gesamtheit zu Recht als das bedeutendste der mitteldeutschen Schlösser der Zeit des Übergangs von der Spätrenaissance zum Frühbarock bezeichnet werden. 1656 begann der Architekt Johann Moritz Richter der Ältere im Auftrag von Herzog August von Sachsen-Weißenfels mit dem Bau. Nach dem Tod des Architekten im Jahre 1667 führte sein Sohn Johann Moritz Richter der Jüngere bis 1690 den Bau weiter, bevor das Schloss 1694, 38 Jahre nach Baubeginn, durch Christoph Pitzler vollendet wurde. Seither hat die Schlossanlage eine wechselvolle Geschichte mitgemacht. Während es bis zum Ende der DDR ein recht unansehnlicher Klotz im Stadtgebiet darstellte, hat sich in den letzten Jahren in und um das Schloss einiges getan. Nord- und Westflügel sind zu einem Großteil saniert und genutzt, äußerlich durch die weiße Farbgebung ein Blickfang. Ganz anders dagegen der Südflügel. Ihm sieht man die jahrzehntelange Vernachlässigung deutlich an und diese scheint weiter fortzuschreiten. Doch der Schein trügt, wie sich anlässlich des Tages der Städtebausanierung über 200 interessierte Gäste selbst überzeugen konnten. Wir kriegen sehr viel Geld von der Europäischen Union, vom Bund, vom Land im Rahmen der Städtebauförderung und letztendlich werden wir auch immer wieder gebeten, mal diesen Tag der Städtebauförderung zu nutzen, um mal zu dokumentieren, was machen wir mit diesem Geld. Schon der erste Blick offenbarte die gewaltigen Dimensionen der herrschaftlichen Residenz. Die Fläche ist schon gigantisch von dem Schloss. Das macht es, glaube ich, auch so kompliziert, dass wir eine schnelle Sanierung hier bekommen. Wir haben ungefähr 12.000 Quadratmeter netto Fläche hier im Schloss und die Höhen sind schon beachtlich. Also wir sind da immer mit guten 5 Metern im Rennen. Zahlreiche Um- und Einbauten zeugen von den ehemaligen Nutzern. Um die Räume unter anderem für den ehemaligen VEB ZFRB der DDR Schuhindustrie nutzen zu können, wurden großflächig Zwischendecken eingezogen. Selbst ehemalige Mitarbeiter waren erstaunt zu sehen, dass über ihren Büros noch mannshohe Räume für Versorgungsleitungen waren. Erst nach deren Entfernung erschließen sich nun die eigentlichen Dimensionen. Ja, natürlich muss der Schutt erstmal raus. Und Sie haben es ja gesehen, es waren viele Unterbauten drin, viele Einbauten, die natürlich entfernt werden, die lockeren Teile, die Sicherung. Es müssen die Aufnahmen gemacht werden, was ist eigentlich in dem Zustand sanierungsfähig, was muss gehalten werden, welche Originalbefunde gibt es noch. Das sind die Sachen, die jetzt erstmal vorbereitet werden. Und die statische Sicherung wird dann vor allen Dingen die Gewölbe sichern und auch nochmal natürlich Zuganker vorsehen, damit auch der Halt des Schlosses weitergegeben ist. Die Arbeiten im Inneren des Südflügels laufen seit einigen Jahren, finanziert zum Großteil mit öffentlichen Fördermitteln. 1,4 Millionen wird die Stadt dafür zweckgebunden in diesem Jahr erhalten.
Also vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz zurückschauen. Wir haben die letzten Jahre und auch dieses Jahr eigentlich nur zwischen 400.000 und 500.000 Euro. Nur, ja, aber im Zusammenhang natürlich mit dem Komplex ist das nicht viel Geld zur Verfügung gehabt und sind nach wie vor in der staatlichen Sicherung. Das heißt also, dem Herzog ging das so, wie vielleicht auch manch anderen Bauherren heute. Zum Schluss ist ihm offensichtlich das Geld ausgegangen. Wir haben hier eine ganz andere Bauqualität als im Nordflügel und stehen vor neuen großen Herausforderungen in der staatlichen Sicherung. Und wir haben jetzt die Chance, 1,4 Millionen zusätzlich zu erhalten, die wir in den nächsten zwei Jahren dann auch verbauen dürfen. Und da geht es eben letztendlich manchmal auch so simple Sachen, eben über eine Zugverankerung die Fassaden zu stabilisieren. Wie gesagt, Decken gegebenenfalls herauszunehmen, also auch Richtung Theatersaal. Wir müssen mal schauen, wie weit das Geld eigentlich reicht. Und in dem Prozess haben wir uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben, nochmal über Nutzungsszenarien vielleicht auch nochmal völlig neu nachzudenken. Denn wir haben vielleicht auch einen guten Teil Hoffnung, dass das, was wir jetzt als Finanzierung bekommen haben, vielleicht auch nur eine Aufschlagsfinanzierung ist. Also dass der Bund sich auch hier dann direkt dann auch weiterhin engagiert, weil das, sagen wir mal, nicht nur die Stadt, sondern eben auch einen guten Teil, eben sagen wir mal, das Land überfordern würde. Ja, das sind wir gefordert. Das werden wir dieses Jahr, nächstes Jahr arbeiten und schauen, dass wir, wie gesagt, dann hier irgendwann mal was Gutes hinkriegen. Der Herzog hat übrigens auch 35 oder 36 Jahre gebraucht. Ein bisschen Luft haben wir noch. Bevor es jedoch soweit ist, liegt noch viel Arbeit vor den Bauleuten und diese müssen dabei sehr vorsichtig zu Werke gehen. Bleibt immer spannend, wenn man hinter Regale schaut, hinter Vorbauten, was da so zum Vorschein kommt. Aber wir befinden uns noch in der Untersuchungsphase. Wir haben jetzt die vorbereitenden Maßnahmen, werden die Projekte dann einreichen und hoffen, dass im nächsten Jahr der Bau dann losgehen kann und abgeschlossen 2020. Also in so einer Zeitdimension muss man hier einfach rechnen. Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis Schloss Neu-Augustusburg wieder komplett in altem Glanz erstrahlt. Dabei wird die Fassade den letzten Bauabschnitt bilden. Die Waisenfelser und ihre Gäste werden diesen Anblick noch eine Weile ertragen müssen, denn die Stadt kann ein solches Bauvorhaben nicht aus eigener Tasche stemmen, gibt es doch in der Saalestadt noch viele andere, weit wichtigere Projekte. Es ist ja nicht nur der Bereich der Innenstadt, der natürlich jetzt immer bei den meisten sagen wir, im Fokus steht. Wir werden ja in den nächsten Jahren über 10 Millionen Euro allein in unseren Schulen und Kindergartenstätten stecken, ganz einfach, weil wir so viele neue Waisenfelser und Kinder eben letztendlich haben. Das ist natürlich die Pflicht und die Kür ist dann, jetzt sagen wir, die Stadt herauszuputzen und parallel aber eben auch zu sehen, dass zum Beispiel in Waisenfels West dort die Straßen und Plätze eben auch in den 60er Jahren, sagen wir mal, mit einer Betonmischung hergerichtet worden sind, die Stück für Stück und offensichtlich eben aber auch in der Fläche eben, sagen wir mal, erneuert werden muss. Und diesen Spagat zwischen Neuherrichten, zwischen Erhalten und lebenswerter Stadt zu bleiben, den versuchen wir eigentlich tagtäglich. Und ich bin auch froh, dass der Stadtrat, sagen wir mal, auch diese Schwerpunkte so mit uns teilt und auch sich entsprechend dort einbringt. Seit über 300 Jahren ist das Schloss das Wahrzeichen der Stadt und angesichts dieser Erhaltungsmaßnahmen wird es auch weiterhin für lange Zeit sichtbar zu Waisenfels gehören. Damit, liebe Zuschauer, sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es waren interessante Themen für Sie wieder mit dabei. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, ja zur nächsten aktuellen Sendung am Dienstagabend hier bei Ihrem BLK-TV. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes Wochenende und vergessen Sie nicht, zur Wahl zu gehen. Bis zum Dienstag. Machen Sie es gut. Tschüss.